Tag aus Hannover. Wir melden uns von einer super guten Messe, das ist die Messe Agritechnica. Wir haben den 5. Tag. Die Messe läuft für uns sehr gut und wir möchten Ihnen gerne unser Gemeinschaftskonzept vorstellen. Deswegen haben wir das eigentlich auch so gelöst, dass wir einen Bereich nach außen haben. Und das ist das Besondere gegenüber allen anderen Messeständen, glaube ich, dass wir eben mit dem Kunden draußen, dass wir den über den Gang letztlich erreichen. Und dann im Innenbereich haben wir einen ganz, ganz großen Kommunikationsbereich. Und weil wir gesagt haben, also die großen Geschäfte werden eigentlich im Kommunikationsbereich gemacht. Und deswegen haben wir auch ein ganz tolles Catering, also uns, das ist uns das A und O, weil wenn wir besondere Kunden haben, dann wollen wir denen auch natürlich als Gastgeber auch etwas Gutes tun hier auf der Messe. Das geht an bei gesunden Säften, frisch gepressten Orangensaft zum Beispiel, aber es geht genauso über tolles Essen, dass wir sagen, wir haben Angus Carpaccio, das dann also selbst der CEOs loben, also die Präsidenten von den großen Herstellern, dass sie sagen, sie haben noch nirgendwo in einer internationalen Messe so ein gutes Catering gehabt wie bei uns auf dem Gemeinschaftsstand. Das könnte sich keiner allein leisten. Sehr wichtig ist, dass das nicht nur eine Zusammenarbeit hier auf der Messe ist, aber dass eigentlich die ganze Zusammenarbeit in der Zeit, das heißt von einer Agritechnica zu Agritechnica. Und das macht wirklich richtig Spaß, weil wir haben hier keine Spannung. Das ist eine super gute Atmosphäre. Und wer der Kunde, Besucher vorbeigeht oder bei uns sitzt, sagt er, das ist aber schön. Und das kann wirklich nur so sein, weil alle Leute das gleiche Ziel haben, eine sehr gute Messe zu machen und gute Dienstleistungen zu bringen. Wir haben vor Jahren übrigens hier auf der Agritechnica die Zusammenarbeit mit der Firma Lectura begonnen. Wir haben neue Kunden gewonnen im Bereich der Importeure, der Huberweizbühnenvermieter und auch der einzelnen Händler. Und ich glaube, sagen zu können, dass die Zusammenarbeit mit Lectura in den letzten Jahren eine sehr fruchtbare war. Festgestellt habe, dass es durchaus da Ansatzpunkte gibt und auch Überschneidungen gibt zwischen landwirtschaftlichen Produkten und Recyclingmaschinen. Gerade eben im organischen Bereich, wo also kompostiert wird, wo Erde verarbeitet wird, alle die Dinge, wo wir halt zu Hause sind. Ja, und zu Hause sein ist eben gleichzeitig verbunden mit dem Lectura-Stand. Da fühlt man sich direkt zu Hause, wenn man da hinkommt, und man hat eine tolle Bewirtung, man hat tolles Personal und ein ganz tolles Ambiente hier.